lieber als das. Ja! So, unsere Armee ist schon relativ beeindruckend. Salem. Ausbau abgeschlossen. Das kann kein Ach, jetzt hatten wir hier nach hier unten unsere. Sehr wohl. Wie ihr wünscht. Ist das der Friedhof mit der Kiste? So gut ich kann. Ausbau fertig. Nein, ist er nicht. Wie ihr wünscht, mein. Das ist doch, doch, das ist der Friedhof mit der Kiste. Ach, dahin geht er. Oh nein. Rendario. Ja. Nichts drin, genau. So gut Spuck nur noch in die Fresse. So. Ach, jetzt haben wir unser Holz. Ich würde erstmal sagen. Heiligsprechung! Wir werden gesegnet. Ausbau vollbracht. Salem kurz mal zurückziehen. Wie ihr wollt. So. Zieht euch warm an. Nein. Wird es schneien. Nein, es wird keinen Winter geben. Euer Wunsch ist mir Befehl. Seid unbesorgt. Oh, da ist eine Kanone ist angekratzt. Wir wissen, wie man das löst. Salem, geh mal dahin und heil die Kanone. Wie ihr wollt. Ich find's ein bisschen schade, dass man hier nicht, ich merk's schon. Nein, 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 nein. Nein, 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 das soll nicht passieren. Und nichts mit Winter. Salem. Der Sommer kehrt zurück. Reparier die mal. Ja, Sibi. In Ordnung. Hier ist Schwefel. Wie ihr wünscht, mein Herr. In Ordnung. Ja, mein Lord. Gut. Wie ihr wollt. Ja. Ich speichere nochmal. Aber wir kommen auf jeden Fall dem Vorposten näher, wie man hier auf der Karte sieht. Ja, sehr wohl. Ja, mein Lord. Ja. Sehr wohl. Sehr wohl. Da kommt man hier in Quinn. Gut. Wie ihr wünscht, mein Herr. Pilgrim. Ein Steinbruch, der noch frei zu sprengen ist. Ich verstehe was davon. Das will ich hoffen. Ja, ja. Sehr wohl. In Ordnung. Ja, mein Lord. In Ordnung. Sehr wohl. In Ordnung. Wie ihr wollt. Hm. Sehr wohl. So gut ich kann. Wie ihr wollt. Ja, mein Lord. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ein Berg, den wir natürlich nicht erkunden können. Schweinerei. Ja. Sehr wohl. Wie ihr wünscht, mein Herr. Wie ihr wünscht, mein Herr. In Ordnung. Sehr wohl. Ja. Da ja. kommen wir nicht hin. Ja. Ja. In Ordnung. Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. Es ist Zahltag. Es ist ja. euch hoffentlich klar, dass wir übrigens die ganzen Vorposten von Kerberos platt machen werden und dann wieder aufbauen werden für uns. Sehr wohl. Und ja, mein Lord. Dann ja. dasselbe mit Ivalos machen ja. werden, wenn es nötig wird. Sehr wohl. Sehr wohl. In Ordnung. So gut ich kann. Gut. Sehr wohl. Wie ihr wünscht, mein Herr. In Ordnung. Gut. Gut. Ja, mein Lord. Wie ihr wünscht, mein Herr. Gut. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Ja. Ja. Wie ihr wollt. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja. Ja. Wie ihr wünscht, mein Herr. Gut. Ja. Ja, es ist ja relativ öde ja. in diesem Gebiet. In Ordnung. Und es riecht nach Schwefel. Und hier ist irgendwie alles kaputt. Ja, in Ordnung. Oh, 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 hier sind Feinde in Darius Nähe. Erstmal auskundschaften. Hätten wir eigentlich weiterschicken sollen. Aber wir müssen gucken, wie stark die Gegner sind. Ach, da ist der Ballisterturm. Und ist ein Ballisterturm. Sehr wohl. Ja, sehr wohl. Sehr wohl. Ja, mein Gut. Herr. Wie ihr wünscht, mein Herr. Sehr wohl. In Ordnung. Spawnt die Gegner eigentlich beim... Nein, nicht bei der Festung. Beim Vorposten? Ich glaube schon, oder?
Oder werden die wirklich rekrutiert? Ja, gut. Ja, mein Lord. Ich möchte nämlich wirklich alles bereinigen hier. Ja. So wie wir es praktisch immer getan haben. Ja, fein, denn Darius, nee, das ist schön und gut. Ja. Aber ich möchte auch wissen, was für welche und wo. Und gucken mal die Falkensicht. Da wird er mir fast schlecht bei. Ja, mein Lord. Geh mal dahin, da können wir mal gucken, was da im Norden abgeht. Und von da aus können wir... Ha. Wisst ihr was? Ich hab eine Idee. Schwefelschächte ist erschöpft. Kommt null. Ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das... Da möchte ich ihn eigentlich gar nicht hinbauen. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung. Holz gefällt. Ich möchte eigentlich nicht Gruppe 0 zurückziehen. Zieht euch warm an. Ich hab's gewusst. Schneien. Ich hatte irgendwie das Gefühl, jetzt wird gleich schon der Winter. Wo sind die ganzen Holzhacker? Ach ja. Die sind hier unterwegs. Die meisten von euch können sich darum kümmern hier. Ja. Eisen. Der Winter kommt. Ist dem so? Habe ich anders gehört. Es wird wieder wärmer. Die dicken Mäntel können nun. So. Wie viel haben wir hier? Zwei? Ja, ja. Zwei? Gut, ihr zieht euch dann weiter zurück und mal gucken, wo können wir denn einen Stall aufstellen. Ohne dass da irgendwas das Landschaftsbild völlig zerstört. Da eigentlich. Da ist wenn's eigentlich ganz gut. Denn sein muss. Zahltag. Ich denke, das ist mit einer. Wir haben noch niemals schwere Reiterei verwendet. Kann eure das sein? Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Dario blinkt. Zeig uns den Weg. Okay, da sind Patrouillen schwerer Reiterei. Die Gegner können hier von zwei Seiten kommen. Das heißt, wir hätten nicht bis hierhin vorrücken können. Da war es doch klüger, dass wir uns hier erstmal verschanzt haben. Wie ihr wollt. Ich will wissen, wo ich lang kann. Oh, die Reiterei ist fertig. Also der Stall ist fertig. Ausbauen zur Reiterei. Dann starten wir uns nämlich schön mit Kavallerie aus. Damit der Angriff gegen Ende auch schön dramatisch wird. Vor allen Dingen, weil schwere Reiter praktisch alles niedertrampeln. Belagerungskanonen, die braucht 5 Plätze. Für eine Kanone. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Steuerprobleme haben wir gerade nicht, also... Eure Siedler werden gesegnet. Brauchen wir noch keine neuen Einwohner? Hufbeschläge, das ist schon mal gut. Das ist doch immer gut. Ihr geht jetzt zurück und bleibt dann hier in der Stadt stehen, damit wir hier notfalls irgendwas aufbauen können. Steuern und Sold werden gezahlt. Ach, der Schwefelschacht ist ja platt. Das ist Wucher! Unverschämtheit! Ja. Senkt die Steuern! Kein Schwefel, kein Grund, das auch beizubehalten, also.
Baut Mentor? Ställe, um leichte und schwere Kavallerie rekrutieren zu können. Durch den Ausbau des Gebäudes zur Reiterei könnt ihr die berittenen Soldaten mit besseren Waffen und Rüstungen ausstatten. Sachret's nicht. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Ja. Wollte ich gerade dem Mentor einmal kurz überlassen, irgendwie was Vernünftiges dazu zu sagen, aber der hat halt nichts zu melden. Wir übertreiben nicht, nein. Jawohl. Aber ich würde sagen, für einen vernünftigen Ansturm sind schwere Reiter das wirklich ideal. Die werden vermutlich verheizt wie nichts anderes, wenn sie kämpfen. Aber sie werden alles über ihrem Weg wegmähen. Wie so eine Ziege. Wir könnten noch ein paar schwere, einfach leichte Reiter hinterherziehen. Was? Wir gönnen uns das jetzt. Steuern und Sold werden gezahlt. Wird gemacht. Dann haben wir dann die Armee vom Rohan hier. Ich würde wirklich sagen, den Endkampf sollten wir mit einer Reiterarmee erstreiten. Ich würde sagen, wir sollten vielleicht noch ein paar Schwerträger ausheben. Für den Fall der Fälle, dass wir vergessen, dass wir Winter machen, dass wir Sommer machen müssen. Dafür sind wir genau die Richtigen. Es schneit. Das möchte ich bitte ändern. Der Sommer kehrt zurück. Der Wunsch hat, ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr angegriffen. So gut ich kann. Ich zögere trotzdem noch Hippipura loszuziehen und einfach alles platt zu machen. Ich möchte bitte meine Reiter und, ja, leichten Reiter schon auf einem starken Niveau haben. Wir finden dort vor allen Dingen sicherlich noch ein paar Dorfzentren, die wir einnehmen können. 5 Plätze haben wir noch frei, da können wir keine leichten Reiter mehr hinterherziehen. Oder wir entlassen die leichten Reiter und packen noch mehr schwere Reiter drauf. Aber die leichten Reiter sind gut, wenn wir in Konflikte mit schweren Reitern geraten sollten. Also, was haben wir? 1, 2, 3, 4, 5. Uns fehlt noch eine 5. Armee. 5. 6. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfekt. Geschafft. Lanzenträger haben wir jetzt. Seid unbesorgt. Forschung abgeschlossen. Die haben wir für den Fall, dass wir vergessen, Winter zu machen. Ich sag immer wieder Winter machen. Sommer zu machen. Ja. Das sieht schon mal gut aus. Mir persönlich gefallen vom rein optisch her die Schwertkämpfer doch lieber, aber was will man machen? Die bringen halt mehr. Ich habe übrigens noch niemals einen berittenen Armbrustschützen gesehen. Das ergibt für mich auch generell kaum Sinn, Armbrustschützen auf Pferde zu setzen. Die Armbrust ist jetzt ja nicht so, dass man sagen kann, okay, lade ich mal ganz schnell nach und schieße, während ich am Reiten bin. Natürlich. Das ist jetzt auch eine reine Sicherheitsmaßnahme für den Fall, dass ich wieder vergesse, Sommer zu machen. Das wird gleich der absolute Oberangriff. Und
versammeln wir unser Heer hier. Also. Ja. So. Man schlägt schon mal los. Die Armbrüste liefern wir euch nach. Ja. Vor allen Dingen ersaufen wir gerade praktisch in Geld. Segnen die Bewohner der Stadt. Also sollten wir uns keine so großen Sorgen machen, dass irgendwas nicht klappen könnte. An die Ressourcen kommen wir relativ schnell und Motivationsprobleme haben wir jetzt auch nicht. Sollte werden gezahlt. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Das nenne ich eine Armee. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Helbardiere. Wenn schon, dann richtig. Na gut. Das ist ja, echt Spaß. Ja. Natürlich werde ich vorher speichern, bevor wir ausfallen, die ganze Armee auf einen Schlag verheizen. Denn die Anschaffungskosten für Reiter sind nicht gering. So, ich würde sagen, jetzt speichern wir nochmal. Nein, wir überschreiben nicht, wir speichern normal. Und ich würde sagen, zum Angriff! Meine Reiterarmee, überfallt die Patrouillen des Feindes. In Ordnung. So soll es sein. Direkt danach marschieren dann die Helden. Ja, gern. Direkt danach dann die Schwertkämpfer. Direkt danach dann die Bogenschützen. Und bei denen dann die Kanonen. Ja, mein Herr. Seid unbesorgt. Jawohl. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ich tue mein Bestes. Hoffentlich liege ich richtig. Die feindlichen Reiter sind jetzt hier. Wenn nicht, dann werden wir jetzt einfach hier alles umlatzen, was in unserem Weg ist. Zieht euch warm an. Ah, nicht jetzt. Jawohl, ja. Und wenn die Schwertkämpfer packen wir doch lieber ein bisschen weiter zurück. Wie ihr wünscht. Nicht, dass die jetzt direkt reinfallen. Oh, da ist eine Kiste. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Euer Wunsch ist mir Befehl. Der Winter kommt. Der Winter kommt nicht. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Der ist schlecht für eine Reiterarmee. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Es wird wieder wärmer. Die dicken Mäntel können nun weg. Ja! Da wird der Geschwindigkeitsvorteil von der Reiterarmee deutlich minimiert. Das kann ich. Gern. Direkt den Ansturm mit den Reitern würde ich noch nicht machen, aber... Sei unbesorgt. Wobei... Sofort. Vielleicht doch. Wie ihr wünscht. Ja! Ja, mein Herr. Wird gemacht. Seid unbesorgt. Okay, wir müssen direkt einen Ansturm mit den Reitern machen. Wie ihr wünscht. Sofort. Den würde ich aber lieber geplant vorgehen lassen. Bogenschützen hierhin. Schwertkämpfer hierhin. Hoffen wir mal, dass die Gegner nicht von der Richtung... Oh, das könnte sein, dass die jetzt von dieser Richtung kommen. Die mit den Reiterpatrouillen hier lang gehen. Ich weiß es nicht, aber... Hoffen wir mal, dass dem nicht so ist. Dario, erkunden... Da sind die Reiter. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Armee 7, drauf da! Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. Boah, wisst ihr was? Ne, die vierte Armee lassen wir draußen. Die Soldaten greifen alle an. Ja. Reiter durchstürmen. Die stürmen jetzt eiskalt durch. Auf die Kanonen. Die vierte Armee nicht. Attacke. Nein, nicht die vierte Armee. Nee, ich drücke die jetzt hier. Wird gemacht. Zwei, die Helden auch. Alle drauf. Die Reiter sind direkt dezimiert worden, wenn ich das richtig sehe. Das Alter, was ist da los? An Kanonen. Schalt schnell die Türme aus. Hier gibt's nichts mehr zu. Ich glaube, unsere Reiterarmee wurde auf einen Schlag gerade ausradiert. Das lässt sich so ausdrücken. Auf in den Kampf! Nur Mut! Wir werden siegen! So, einfach. Einfach alles auf platt machen. In den Kampf. Nur Mut! Wir werden siegen! Ja, macht platt, nein! Aua!
Wenn Gott es so will.